So, meine Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück zur Nordheide mit dem LS15 mit dem Tino. Hallo, Entschuldigung. Hui. Wollte gerade sagen, soll jetzt aufs Klo oder? Nee. Ach ja. Und sonst so, ich lag gerade Schweine aus. Naja, ich bin jetzt auch leider. Die Frage, die wir uns jetzt auch stellen sollten oder über die wir ja mal sprechen sollten, ist, wie lange wir jetzt auf der Map hier noch unterwegs sein werden. Weil es sind ja auch schon wieder über 50 Parts. Ist halt fraglich, ob man hier 100 Parts machen muss. Ich denke, es sollte kein Zwang dahinter sein. Weil im Endeffekt, was machen wir jetzt hier noch groß? Oder was können wir jetzt hier noch groß machen? Ist natürlich die Frage, die wir uns stellen müssen. Und sagen wir, wir versuchen ja immer irgendwie was zu machen, was jetzt nicht original Spieltechnik oder Spielstandard betrifft, wie ansehen und halt eben ernten und dann verkaufen und so halt einer hindümpeln, sondern versuchen halt immer was zu machen. Deswegen haben wir ja gerade hier auch gesagt, hier können wir gerade mal richtig schön auf die Tiere auch eingehen und alles. Aber die Frage ist natürlich, wie exzessiv will man das betreiben und wie lange will man immer wieder dasselbe zeigen, nämlich hier mit dem Schweinetransporter von A nach B zu fahren. Oder mit dem Futterwagen von A nach B. Und die Alternative dazu wäre natürlich eine neue Karte, ne? Also eine neue Map. Und da würde mich einfach mal interessieren, da würde ich einfach die Bitte jetzt mal an euch rausschicken, dass ihr mal in die Kommentare einfach schreibt, welche Map ihr gerne sehen würdet oder welche Map ihr gut findet. Vielleicht, wenn ihr sie schon gespielt habt und so weiter und so fort. Und schreibt sie uns einfach mal in die Kommentare, welche Map ihr cool finden würdet. So vielleicht schon mal ins Auge gefasst als Nachfolger für die Nordheide. Und ja, mal schauen, vielleicht sehen wir uns ja auf der dann relativ zeitnah wieder oder halt eben, wenn wir hier fertig sind. Das ist so oder so, wenn wir hier fertig sind, aber die Frage ist halt noch wann. Aber schreibt es mal in die Kommentare, Map, ne? Map-Vorschläge, ganz wichtig. Und Kreis Unna spielen wir schon. Kann ja sein, es hat irgendjemand noch nicht mitgekriegt. Ja. Also manchmal. Man hat manchmal das Gefühl. Manche schauen, ja gut, manche schauen aber vielleicht nur das eine Projekt oder so und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, nee, aber es geht jetzt darum, dass, wenn wir am Anfang sagen, bla 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 auf der Kreis und der Map und dann steht in den Kommentaren sowas drin, wie heißt die Map? Ja. Oh, ist nochmal zwei gekauft, krass. Ja. Ja, deswegen, warum das so Ewigkeiten gedauert hat. Stell ich mir, die aneinander zu hängen, nehme ich an. Richtig. Dann stelle ich mich mal lieber bei den Rindern an. Nö, ich hab jetzt schon 70, also. Ja. Aber die Rinder müssen ja auch weg. So. Nö. Was denn? 70 und der will nicht weiter. Mhm. Ich dreh mal eine Runde. Vielleicht hast du in dem vordersten nur 30. Ne, Dennis ist noch halb leer. Überhol mal. Bläh dann in den jetzt nicht ein. Meine Fresse, ey. Ist das egal, wie rum der steht, ja, gell? Ja. Da muss ich noch mal neu ranfahren. Hat der Trigger nicht mehr richtig verstanden. Bei mir sprinten sie auch gerade alle in den Anhänger. So, die müssen zum Tierdepot. Na dann, eine Runde Rinder. Wunder schön, wie der jetzt noch 10 Schwein aufhört jedes Mal. Ernsthaft? Mhm. Krass. Mit der Zähne drinne. Ach doch, oh ja, 80. Hä? 80, ja, passt. Ich wollte gerade sagen, wenn du 70 drin hast, hattest und dann nochmal 10 Stück. Ich bin auch gespannt. Was mich mal interessieren würde jetzt, ist so ein Resümee von dir. Sitzt du jetzt schon länger drauf, Stuhl? Wie lange hast du den jetzt? In Benutzung? Erstmal durch den Zaun gefahren,
2 Wochen vielleicht, circa. Schnitt 2 Wochen. 2 Wochen und? Schönes Teil. Ich bin da schon mal drin eingedüst. Aber so im Großen und Ganzen kannst du absolut nur empfehlen, ja? Ja. Zumal du den wirklich so weit vorne machen kannst, selbst wenn du jetzt in einer etwas nach vorne gebückten Haltung bist, kannst du den Stuhl trotzdem so weit vorne machen, dass du dich immer noch mit dem Rücken anlegen kannst. Du bist da falsch, Dino, was runter angeht. Du musst runter zum Haben. Das stimmt. Ja, schönes Teil. Wenn man, wie gesagt, auch für den Preis erwarten. Sollte man ja. Das ist natürlich cool. Ja, ich bin immer gespannt, wann meiner kommt. Schwarz ja drauf. Sehnsüchtig. Mhm. Du hast ja nicht die Office-Serie, ne? Doch, ich hab die Office-Serie. Du hast den Office? Ja, ich hab die Office-Serie, ja. Ich wollte ja erst die Gamer-Serie nehmen. Ja. Und da hat mir ja Philipp hier von Contact gesagt, die Firma ist ja bei denen da irgendwo in der Stadt. Und der meinte, da hat er alle ausprobiert, ich soll die unbedingt die Office-Serie nehmen, weil bei der Gamer-Serie sitzt du halt wie bei solchen Autositzen, solchen Sportsitzen halt tief drinne. Das hast du halt bei den Office-Stühlen nicht. Und deswegen sagt er, Office-Stühle sind besser, halten auch mehr Gewicht aus, sind halt ein bisschen breiter, ein bisschen größer. Und deswegen hab ich dann die Office-Serie welchen genommen. Hast du da genommen? Einen stinknormalen, in Schwarz halt. Also da gibt's ja im Endeffekt nur... Bei den Offiziellen gibt es ja im Endeffekt nur einen. Ist ja immer das gleiche, nur bei den Ehen steht halt Dreamhack drauf, bei den anderen ESL. Nee, ist schon klar, es ist immer dasselbe, aber welchen davon hast du jetzt? Den schwarzen oder was? Den komplett schwarzen, ja. Komplett schwarz? Leder? Nee. Doch, ist Leder. Also komplett Leder? Ja. Aber den wollte ich nicht, glaube ich. Gibt es, glaube ich, noch einen anderen. Da gibt es halt noch in Orange. Orange gibt es den noch und dann halt die angemalten Dinger halt, da verlangen sie ja gleich mal 50 Euro mehr. Ich habe für den 349 bezahlt und die Dinger, wo Dreamhack ESL und Leck mich am Arsch drauf steht, die kosten teilweise, ich muss ja dran sitzen bleiben, die kosten teilweise 179, 189, also ja, 89, 79, 99. Und dann gibt's noch, ja Leute, nicht wundern, warum das hier so dunkel bei mir ist, ich sehe das gerade mal selber hier in der Vorschau, hab das Licht noch nicht angemacht. Und dann gibt's noch die XL-Serie und die XL-Serie, die kosten dann auch schon fast 500, glaube ich. Mhm. Aber die sind dann für Leute von 1,88 Meter bis 2,10 Meter oder so. Mit dem entsprechenden Gewicht natürlich. Und glaube ich bis 200 Kilo belastbar oder so. Das ist halt auch. Ich hab's nur noch gehört. Ich hab's nicht gesehen. Aber das war eine Bremsreaktion, oder? Ja. Ohne Landzecken. Wo willst du hin? Vorne bei der Tankstelle, nein. Dann fahren wir vorne bei der Tankstelle, nein. Ja, oh, er wird abgekürzt. Was ein Feldweg. Feld gehört ins. Mehr oder weniger. Oh, ein großer Ballon. Einfach nur Rinder verkaufen, Rinder verkaufen, Rinder verkaufen und noch die Schweine verkaufen, Schweine verkaufen. Gibt's keine Rinder mehr, weil du jetzt gerade weggefahren bist? Ich bin voll. Ist schon wieder voll? Ja, 18 gehen ja noch rein. Stimmt. Ja, hier wieder mit seinem. Das ist so ein Spago, ey. Entschuldigung. Ich stell's doch im Weg. Wenn sie dran vorbei waren. Ja, sicher, aber. Hier steht eine Unterstelle. Möglichkeit und. Naja. Sieht eigentlich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Häcksler da vorne dran, der sieht, finde ich, ein bisschen lustig aus, weil ich finde ihn ein bisschen übertrieben groß. Ja. Ist der in Wirklichkeit auch so krass groß? Ich glaube, weniger.
Du hast wohl nicht mal einen Hänger voll, oder was? Doch. So eine Schadergranz werden. Müssen so sitzen deine Kühe. Lädt nicht weiter. Echt nicht. Wird's aber heikel, ja. Du darfst nicht zu nah ranfahren, sag ich dir gleich. Du stehst, denke ich, öfters zu nah als zu weit weg. Ja. Der Trigger ist irgendwo hier. Dann drehen wir kurz eine Runde. Was ist das hier eigentlich? Ah, das bewegt sich ja sogar, das wusste ich aber noch nie gesehen. Was? Das ist ja ein Schwein, was hier steht. Wieso steht hier ein Schwein? Ach nee, ja, stimmt. Stand ja auch schon immer dort. So, weiß, hier kann man Schweine laden. Du meinst eher so hier, oder was? Hm. Könnte zu weit weg sein. Naja, fahren wir weiter. Oh, lädt. Kriegen wir hier vorne alle rein. Der Eimer ist cool hier, mit dem Futter dran. Das finde ich nice. Der hier rumbaumelt. Sag mal, baumelt der Eimer immer? Ja, ja. Was? Kann sein, dass es eine stinknormale Animation ist, oder? Der Eimer baumelt immer, wie krass ist das denn? Aber er baumelt anders, wenn man jetzt fährt, oder? Ja. Dann schwenkt er so nach links und rechts, in die Richtung halt. Bremslichter gehen alle. Echt? Hm. Cool. Also man merkt, du hast mehr Leistung in der Beschleunigung, aber an der Endgeschwindigkeit fehlt's. Endgeschwindigkeit 51. Hm, ne, der macht 61 hier. Der Lambo. 61 fährt gerade. Stimmt's, nicht der einzigste, der 60 fährt hier, der TTV. Der Lambo fährt doch, auch 60. So, der stinknormale Lambo, ne? Ja. Das ist der stinknormale. So. Ups. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten. Hm. 42 Rinder noch, na gut. Ja, dass sich im Übrigen auch so viele den Klicki gewünscht haben, mal wieder hier in der Nordheide, sagt er auch jetzt hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Nur hallo war ausgemacht, alles andere kostet extra. Da hast du jetzt aber schon bedeutend zu viel geredet. Deswegen. Da auch Randy nach Wörtern bezahlt. Wird's teuer, meinst du? Ja, das Übersetzen ist nicht so einfach. Übersetzen kostet viel Geld. Übersetzen. Würdest du den Satz, du spazierst gern, nee, warte mal, was hast du gesagt? Spazierst, Na, aber was hast du für einen Satz gesagt? Na, weil hin und her, ich sag, ich nehm dich mal mit, ja, du spazierst gern. Du spazierst gern. Kennst du das? Du spazierst gern, ha? Sagt man das wirklich so? Ja, so spazieren gehen halt. Ja, spazieren gehen, das ist schon klar, ja. Das ist halt, na, wenn du es ein bisschen schnell sagst, ne, das kann nur andere mit Platzieren verwechseln oder sonst was, ne. Das ist halt, spazierst gern, dann kannst du sagen, ich lauf gern draußen rum. Das versteht dann wenigstens. Kann doch nicht sein, dass du mir jedes Mal hier die Vorfahrt nimmst, oder? Kann aber, es ist aber auch eine Kunst, dass wir jedes Mal zur gleichen Zeit da rauskommen, oder? Ja, aber es kann nicht sein, du nimmst immer die Vorfahrt. Amarsch. Dann spazier doch ein bisschen. Und dann nimmt er einen Innenkreis. Da kriegst du Probleme jetzt hier.
Das wissen wir ja gleich, Probleme kriegt da drüben mit dem Zaun. Ach, schade. Ja, da hat keine Gold hier. Nö. Hasen, hast du Kurve nicht gekriegt? Nein, ich hab zu spät eingelenkt. Also. Ach ja, ist schön lustig, diese Anhänger hier. Ja, auf jeden Fall. Wir fahren nämlich gerade mit 4 Tieranhängern Rinder und Schweine weg. 4? 4. Habt ihr so viel Viehzeug? Ja. 400. Wie viel hatten wir? 500 Schweine? Knapp 600 Schweine. Flachtreif. Ja, hauen wir doch immer ab. In diesem Sinne, vielen... Du hast einmal gehört. In diesem Sinne vielen und nochmals mehr vielen und vielen für alle. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen. Denkt dran, wenn ihr irgendwelche Map-Wünsche habt, was das hier als Nachfolge einschließen sollte, ab in die Kommentare, bei mir oder Dino relativ. Und ja, dann bis morgen. Haut rein, guckt bei Dino vorbei, guckt bei mir vorbei, je nachdem. Und tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.